Hallo und herzlich willkommen bei Kranich Solar Webinar. Heute hier mit Goodwe und stellvertretend ist der Johannes Rothe und der Kevin Sturm da. Hallo zusammen. Hallo, Ja, grüßt hallo. euch. Liebe Grüße von Goodwe. Genau, die Präsentation wird der Johannes halten und der Kevin ist unterstützend dabei für Fragen im Hintergrund. Genau, dann kommen wir schon zum ersten Punkt. Fragen gerne in den Chat stellen. Die werden im Hintergrund beantwortet von dem lieben Kevin. Und wir werden auch im Hinterher nochmal auf Fragen eingehen, die für alle relevant sind. Genau, dann würde ich sagen, ja, genau, die Präsentation liegt unter der Rubrik Unterlagen ab. Gerne rechts im Bedienpanel unter der Rubrik Unterlagen. Die Präsentation runterladen. Genau. Ja. Johannes, was hast du uns denn mitgebracht heute? Ja, super. Vielen Dank, Katharina, für die Vorstellung. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns auf die Veranstaltung. Wir freuen uns, den Installateuren, unseren gemeinsamen Kunden hier neue Impulse zu geben und Lösungen vorzustellen, wie im Endeffekt, genau, Probleme, Herausforderungen im gewerblichen, Bereich gelöst werden können. Und genau, zu Beginn erstmal zwei kurze Sätze vielleicht zu Goodwe. Wer uns noch nicht kennt, dann werden wir unsere Produkte kurz vorstellen. Hier ein Fokus auf die kommerziellen Speicherprodukte und im Nachgang werden wir dann Use Cases vorstellen, das heißt Anwendungsprojekte vorstellen, die wir realisiert haben, die angefragt werden, dementsprechend auch mit unseren Produkten. Und dann im Endeffekt im Anschluss, ich denke so nach 45 Minuten circa, haben wir dann noch eine offene Fragerunde. Das heißt, Fragen bitte aufschreiben, jederzeit auch in den Chat schreiben. Die werden dann am Ende auf jeden Fall beantwortet. Kurz zu mir, ich bin der Johannes, ich bin bei Goodwe hier in München. Ich mache Vertrieb in der Dachregion und ich freue mich heute gemeinsam mit euch das Webinar zu machen. Weiterhin ist auch der Kevin da, den habt ihr gerade schon gesehen. Der Kevin macht bei uns technischen Vertrieb, das heißt, der unterstützt Installateure bei Fragen zu Systemlösungen, wie sie unsere Produkte im Endeffekt wirklich einsetzen können. Und ich freue mich, dass der Kevin heute auch dabei ist und dann im Anschluss noch bei Fragen helfen wird. Genau. Goodwe. Wer ist Goodwe? Im Endeffekt, wir kommen aus China. Unser Headquarter ist in Suzhou. Das ist eine Stadt ungefähr eine Stunde von Shanghai entfernt. Und hier in Europa, das heißt hier in der Region, haben wir unser Headquarter in München. Und hier aus München heraus im Endeffekt bedienen wir auch den deutschen Markt oder die Dachregion. Weltweit haben wir circa 5.000 Mitarbeiter. Wir haben mehr als 1.000 Mitarbeiter im Entwicklungsbereich. Und wir haben auch über 150 Mitarbeiter alleine hier in der Region EMEA. Wie unterstützen wir euch in der Region? Ich habe es schon gesagt, unser Headquarter ist in München. In München haben wir nicht nur ein Headquarter, nicht nur Management, sondern natürlich auch wirklich Experten, die ihr braucht. Das heißt, zum einen ist der Vertrieb wie ich. Wir haben den Kevin in der technischen Unterstützung und technischer Vertrieb, der wirklich auch mit Installateuren sehr viel kommuniziert. Wir haben After Sales, das heißt unser Support Desk, die euch unterstützen, wenn es doch mal eine Frage gibt bei der Inbetriebnahme oder mal ein Ersatzteil benötigt wird. Wir haben Marketing hier in der Region, wo wir gemeinsam zum Beispiel mit Kranich auch Roadshows machen oder das Webinar heute gestalten. Und wir haben auch Produktmanagement hier in der Region, wo wir einfach dem Markt zuhören, euch als Installateure zuhören, welche Produktfeatures braucht ihr, welche Lösungen benötigt ihr, sodass wir im Endeffekt dann gemeinsam mit unseren Kollegen in China, mit der Produktion auch kommunizieren können und die Produkte für den Markt anpassen können. Ja, was mich interessiert, heute geht es um das Thema gewerbliche Energiespeicherlösungen. Für uns gibt es intern auch die Diskussion, wo fangen gewerbliche Energiespeicherlösungen an, wo hören sie auf? Das heißt, meine Frage an euch, bitte gerne in den Chat schreiben, welche Projekte, welche Anfragen habt ihr aktuell, wo ihr Lösungen braucht? Sind es 30 bis 50 Kilowatt Peak Anlagen? Sind es 80 Kilowatt Peak Anlagen? Sind es
200 bis 500 Kilowatt Peak-Anlagen, wo ihr Energiespeicherlösungen benötigt. Ich würde das gerne mal hier vielleicht 20 Sekunden innehalten, dass auch hier ein bisschen Feedback gesammelt werden kann. Für uns sehr, sehr wichtig, weil das ein Bereich ist, der viel Wachstum bietet und auch ein Bereich ist, wo wir sehr viele Anfragen bekommen und euch für jede Anfrage aktuell auch eine Lösung bieten können. Ja, das heißt, sehr wichtig, dass wir euer Feedback hier auch aufnehmen, um zeitnah bessere Lösungen und schnellere Lösungen euch zu bieten. GoodWe kommt im Endeffekt aus dem Batteriespeicher, Batteriespeicherwechselrichter, aus dem Storage Inverter Bereich. Wir waren früher der weltgrößte Batteriewechselhersteller, Wechselrichterhersteller. Und da haben wir natürlich auch unser Fachwissen im Endeffekt aufgebaut. Deswegen sind wir aktuell auch einer der stärksten Energiespeicherlösungsanbieter. Und speziell im Hybrid-Wechselrichterbereich sehe ich uns eigentlich als Marktführer, weil wir natürlich aktuell Lösungen anbieten von 5 Kilowatt bis 100 Kilowatt Hybrid-Wechselrichter. Hier seht ihr einige unserer Produkte. Ihr seht Produkte zur Wandmontage, ihr seht Produkte im 19-Zoll-Format, ihr seht aber auch Containerlösungen. Und für all diese Anwendungsbereiche haben wir im Endeffekt Lösungen parat. Um was geht es, wenn wir über Energiespeicherlösungen sprechen? Im Endeffekt ist das eine Entwicklung vom Markt, der getrieben wird von verschiedenen Anforderungen in der Industrie durch erhöhte Strompreise, durch erhöhte Preise zum Beispiel für Spitzenlasten, die natürlich Netzausbau fordern. Es kann aber auch sein, dass es eine Backup-Lösung sein muss, um den Betrieb sicherzustellen. Das heißt, diese Themen möchten wir aufgreifen heute und Ihnen da Impulse bieten von GoodWe. Ein wichtiges Thema ist die Notstromlösung. Unsere Produkte und hier speziell die Hybridwechselrichterserie von 5 bis 100 Kilowatt haben im Endeffekt eine UPS-Level-Umschaltzeit von geringer wie 10 Millisekunden. Das dreiphasig, das heißt im Endeffekt fast unterbrechungsfrei. Unsere Batterielösungen, wir kaufen Zellen ein, aber wir fertigen, entwickeln die Batterielösungen selbst. Das heißt, die Batteriemodule, die Batteriemanagementsystem, die Komplettlösung im Endeffekt wird von uns in-house entwickelt. Hierfür, auch für die Zellen im Endeffekt, greifen wir auf die führenden Hersteller zurück, die im Endeffekt von anderen Marktteilnehmern oder von den Besten auch benutzt werden. Das nächste Thema im Endeffekt sind die Betriebsarten, Überwachungssysteme. Das heißt, wir sind nicht nur Hardware-Lieferant, sondern auch Lösungslieferant. Wir haben Monitoring-Systeme und wir haben im Endeffekt verschiedene Modi, Betriebsmodi, die Sie nutzen können für Ihren Anwendungsfall. Weiterhin natürlich die einfache Montage und Inbetriebnahme. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder diese Geräte in Betrieb genommen. Wir unterstützen da auch vor Ort oder natürlich per Telefon. Das heißt, wir schalten uns von der Ferne zu, um bei der Inbetriebnahme hier zu unterstützen. Weil auch viele Installateure natürlich mit den größeren Hybridsystemen, größeren Energiespeichersystemen noch nicht so vertraut sind, ist es uns wichtig, dass wir da wirklich unterstützen und ja im Endeffekt die Installateure auch an die Hand nehmen, sodass sie ein Sicherheitsgefühl haben bei der Inbetriebnahme. Wir fangen einmal an mit den kleinen Systemen. Und zwar sieht man hier im Endeffekt unseren Hybridwechselrichter zur Wandmontage, der ET. Den gibt es auch in 5 Kilowatt Bereich. Hier möchten wir uns allerdings auf den 15 bis 30 Kilowatt Bereich fokussieren. Der ET-Serie, so wie ihr hier seht, hat bis zu 3 MPPTs und auch bis zu 2 unabhängige Batterieausgänge mit 50 Ampere. Das heißt, hier kann man sehr hohe Lader- und Entladeströme, Leistungen im Endeffekt erreichen. Kompatibel ist der zum Beispiel auch mit der Lynx-Batterie oder auch mit dem BYD-Speichersystem.
Einige von der ET-Serie sind natürlich auch mit Axitec kompatibel. Axitec gibt es auch bei Kranich, Kranich erhältlich, tolles Produkt. Und genau, was ist möglich mit der ET-Serie? Hier zum Beispiel kann man bis zu 16 Türme zum Beispiel von dem Lynx-Speicher oder auch von anderen Batterieprodukten anschließen. 8 Türme parallel geschaltet pro Batterieausgang. Ja, wir haben 2 Batterieausgänge. Das heißt, wir können hier im Endeffekt 16 Türme zum Beispiel von dem Lynx-Speicher anschließen und können so bis zu 260 Kilowattstunden Batteriekapazität im System anbieten. Genau, das ist im Endeffekt eine Lösung fürs Kleingewerbe. Die wird gerne verwendet für Tankstellen, für Mastbetriebe, ja, das heißt im Agrarbereich auch Tischlereien. Das heißt, wir haben hier interessante Anwendungen bereits. Weiterhin ist es möglich, ein existierendes System, zum Beispiel mit dem 25er oder 30er Hybridwechselrichter, zu erweitern. Das heißt, die ET-Serie 15 bis 30 Kilowatt kann parallel geschaltet werden. Hier sieht man im Endeffekt im Schema kurz dargestellt, wenn man einen ersten Wechselrichter hat, dann im Endeffekt kann man den erweitern mit einem zweiten Hybridwechselrichter unserer ET-Serie. Hier gibt es verschiedene Anwendungsbereiche, dass man vielleicht unterschiedliche unabhängige Backup-Lasten zum Beispiel haben möchte. Man möchte unterschiedliche Batterieleistungen anschließen. Dies ist möglich, sodass man hier im Endeffekt wirklich flexibel skalieren kann mit einem Wechselrichter zur Wandmontage. Wenn es hier Fragen gibt, gerne im Chat schreiben oder auch gerne bei Kranich fragen. Genau, zu dieser Lösung. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, was gibt es für Möglichkeiten im Speicherbereich, im mittleren Gewerbesegment? Hier zum Beispiel ein 60 Kilowatt Speichergerät, das ist der Lynx C60 Outdoor. Im Endeffekt ist es eine Kabinettlösung zur Außenmontage mit integrierter Kühlung Heizlösung. Das heißt, hier gibt es wirklich ein Klimagerät, was integriert ist, und ein Brandschutzsystem, was integriert ist. Ja, das ist ein Unterschied zu einer Indoor-Lösung. Der Aufbau vom Gerät ist relativ einfach. Im Endeffekt sieht man hier ein Kabinett, auf der linken Seite eine schmale Tür, wo man einen Hybridwechselrichter installieren kann. Das heißt, hier zum Beispiel ein 30 Kilowatt Hybridgerät von Goodwe, und auf der rechten Seite im Endeffekt findet man das Batteriemanagementsystem und die Batteriemodule installiert. Genau, auf der linken Seite findet man jetzt das Hauptkabinett mit dem Wechselrichter. Hier kann man dann im Endeffekt auch durch 2 weitere Kabinetts kann man das erweitern. Weiterhin ist hier auch die Parallelschaltung wieder möglich. Das heißt, auch hier kann man im Endeffekt durch die Parallelschaltung diese Hauptkabinetts auch erweitern. Das heißt, hier hat man relativ viele Möglichkeiten, im Endeffekt Speicherkapazitäten zu generieren. Anfragen, die wir bekommen, helfen zum Beispiel, den Speicher auf dem Dach zu installieren von Gewerbelösung oder neben einer Produktionsanlage zu installieren, neben einer Verarbeitungsanlage für Fleisch, Mastbetriebe zu installieren. Oftmals gibt es da Herausforderungen, zum Beispiel mit dem Brandschutz und so weiter, dass diese Speicher und Batterien im Endeffekt nicht im Innenbereich installiert werden können. Ja, durch diese Lösung im Endeffekt umgeht man diese hohen Anforderungen und kann dies im Endeffekt neben der Produktion oder auch sogar auf dem Dach mit dem Wechselrichter in der Nähe der PV installieren. Die Lösung ist staplerfähig. Ja, es gibt auch Haken, das heißt, die können mit einem Kran zum Beispiel dann auch aufs Dach transportiert werden. Das heißt, hier ist wirklich an alles gedacht. Und ja, wir freuen uns auf eure Fragen und interessante Anwendungsprojekte. Wenn man jetzt eine Nummer größer geht, kommen wir schon in den größeren Gewerbebereich. Das sind bei uns Geräte im 19-Zoll-Format, das heißt nicht zur Wandmontage, sondern zur Bodenmontage. Auf der linken Seite im Endeffekt
seht ihr unsere ETC-Serie. Das ist ein Hybrid-Wechselrichter und der BTC, das ist ein Batteriewechselrichter. Der Unterschied ist, der ETC kommt mit MPPTs, der BTC kommt ohne MPPTs. Das heißt, der BTC ist sehr gut für Nachrüstungen, zum Beispiel von einer existierenden Dachanlage, PV-Anlage, Einspeiseanlage anwendbar. Diese gibt es im 50 Kilowatt Leistungsbereich und im 100 Kilowatt Leistungsbereich. Was haben alle unsere Hybridwechselrichter gemeinsam? Hier unsere ET-Serie. Im Endeffekt, sie haben das Backup, die Notstromfunktion integriert. Das heißt, geringer wie 10 Millisekunden, was extrem stark ist, diese auch dreiphasig. Die Backup-Leistung entspricht der Nennleistung. Das heißt, hier wirklich über die 100 Kilowatt können wir Backup-Lösungen anbieten. Und sie sind schwarzstartfähig. Und ja, ich glaube, das sind so die drei Key-Merkmale, wenn man auch zu Notstromversorgung, Peak-Shaving spricht. Genau, dazu passend gibt es dann den Gewerbespeicher für Indoor-Anwendungen. Das ist der Lynx C. Der geht bei 100 Kilowattstunden pro Schrank los, bis zu 150 Kilowattstunden in einem Kabinett, das heißt pro Schrank. Auch den kann man im Endeffekt wieder parallel schalten und erweitern, hier bis zu 470 Kilowattstunden als System. Und auch diese Systeme, das heißt ein BTC mit drei Batterieschränken, und kann man wieder erweitern, das heißt zwei Systeme, drei Systeme können kombiniert werden, um im Endeffekt für wirklich große Energiespeicherkonzepte und Projekte zu realisieren. Ich habe es gerade schon erwähnt, Batteriewechselrichter wird sehr gerne genutzt zur Nachrüstung von existierenden Dachanlagen oder für Retrofit-Anwendungen im Endeffekt. Aber im Endeffekt kann man auch eine existierende Hybridanlage oder den großen 100 Kilowatt Hybridwechselrichter mit PV-Wechselrichtern erweitern. Das heißt, wenn man hier wirklich eine große Dachfläche hat, verschiedene Dachflächen hat, kann man zum Beispiel den SMT nutzen. Es ist ein PV-Wechselrichter von uns zwischen 25 und 60 Kilowatt oder den HT-Wechselrichter von 100 bis 250 Kilowatt im Endeffekt nutzen, um viele MPPTs im System zu haben und DC-seitig Leistung zu generieren, die dann im Endeffekt von den Hybridwechselrichtern oder von den Batteriewechselrichtern verarbeitet werden kann oder auch notstromseitig Spitzenlastkappung für diese Anwendungsbereiche im Endeffekt genutzt werden kann. Das heißt, auch hier gibt es tolle Projekte, die wir realisiert haben, gemeinsam mit PV-Wechselrichtern und großen Hybrid-Wechselrichterlösungen. Ja, was kommt Neues? Das sind gerade Produkte gewesen, die sind am Markt, die haben wir gelauncht. Für diese Produkte gibt es Installation, es gibt glückliche Kunden. Und bei uns geht es weiter im Hybrid-Segment. Der ET50 zum Beispiel, das ist ein Produkt, was dieses Jahr kommen wird. Ich sehe das ja wahrscheinlich gegen Ende des Jahres, vielleicht im Markt. Ein tolles Produkt zur Wandmontage. Die Features sind gleich. Ja. Im Endeffekt schwarzstartfähig, das Backup integriert. Die Notstromversorgung oder Backup-Versorgung entspricht der Nennleistung, dreiphasig hier. Das heißt, ein tolles Produkt und wir freuen uns drauf. Weiterhin wird es einen Outdoor-Batteriespeicher geben. Ich habe gerade das 60 Kilowattstunden-Modell vorgestellt. Auch hier wird es einen großen Bruder geben. Das heißt, es wird eine Outdoor-Lösung mit 100 Kilowattstunden geben. Im PV-Wechselrichterbereich wird es auch Neuigkeiten geben, aber das soll heute weniger der Fokus sein. Unser Fokus heute sind Energiespeicherlösungen. Genau, das ein paar Impulse zu unseren Produkten, wo wir positioniert sind für gewerbliche Energiespeicherlösungen. Jetzt möchten wir über Anwendungsszenarien sprechen. Wie und wo kann man diese Produkte einsetzen? Einige Anwendungen kennt man bereits aus dem Residential-Bereich, ja, von Einfamilienhäusern, im Endeffekt die Notstromversorgung oder die Backup-Versorgung, dass man das ganze Haus im Endeffekt in einem Backup bei Netzausfall versorgen kann.
Im Gewerbebereich gibt es viele neue und viele weitere Einsatzmöglichkeiten. Wir sehen hier zwischen, ja, ich würde fast sagen, 10 bis 15 Anwendungsmöglichkeiten, die wir aktuell im Team bearbeiten. Die vier wichtigsten, die vier größten im Endeffekt, sind die Self-Consumption, Time of Use, zum Beispiel auch mit flexiblen Stromtarifen, das Peak Shaving, das heißt die Spitzenlastkappung, oder natürlich auch der standardmäßige Backup-Betrieb, der zum Beispiel auch für Gastgewerbe, Hotels extrem notwendig ist und sehr wichtig wird. Meine Frage wieder in die Runde: Welche Lösungen braucht ihr? Wo seht ihr den größten Bedarf für gewerbliche Energiespeicherlösungen? Bitte gebt uns ein paar Impulse in den Chat, dass wir verstehen, ja, welches Segment für euch am wichtigsten ist, für welches Segment sollten wir ein Follow-up-Webinar machen, um im Endeffekt in die Tiefe zu gehen, um gemeinsam mit euch Lösungen zu diskutieren und euch natürlich auch die Funktionalität der Produkte zu erklären. Ich nehme einen Schluck Wasser und freue mich auf Antworten und Fragen von euch jetzt schon im Chat. Genau. Heute das Webinar, wir möchten euch Lösungen vorstellen, wir möchten euch Impulse geben, wir möchten euch anbieten, Fragen zu stellen an Kranich, unseren Vertriebspartner, an uns als Hersteller. Und wie gesagt, mit eurem Input heute, mit eurem Feedback, möchten wir natürlich auch in Zukunft vielleicht vertiefte Webinare anbieten, Schulungen anbieten für diese Bereiche. Weiterhin wichtig ist im Endeffekt das Monitoring-Portal. Hier haben wir unser SEMS-Portal. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist eine Browserlösung, das andere ist eine App-Lösung. Wir spüren, dass die App-Lösung präferiert ist. Das heißt, immer mehr Installateure nutzen nur die App-Lösung übers iPad, übers Mobiltelefon, iOS oder auch Android. Und über dieses Portal im Endeffekt kann man die Geräte und die Leistung, das heißt die generierte Leistung, die Batterielade, Ströme und so weiter visualisieren. Man kann sie exportieren als Excel. Man kann bestimmte Funktionen von der Ferne aktivieren, deaktivieren, Einstellungen vornehmen. Das heißt, hier in diesem SEMS-Portal hat man sehr viele Möglichkeiten, auch im gewerblichen Energiespeicherbereich. Für diejenigen, wo es nicht ausreichend ist, wir haben natürlich auch Modbus-Protokolle. Wir haben Kommunikation über Modbus. Und hier gibt es sehr viel positives Feedback von den Kunden, die unsere gewerblichen Energiespeicherlösungen bereits gekauft haben, in Betrieb genommen haben, dass hier sehr, sehr viel Konfiguration, Einstellmöglichkeiten auch über Modbus möglich sind. Das heißt, auch hier natürlich bieten wir dementsprechend Möglichkeiten für die Installateure und für eure Anwendung. Im nächsten Abschnitt möchte ich jetzt ein paar Projekte vorstellen. Das heißt, wo sind diese Produkte, diese Systemlösungen installiert? Wie helfen sie Kunden, wie helfen sie Installateure, im Endeffekt ein Problem, eine Herausforderung zu beseitigen, zu lösen? Der erste Anwendungsfall ist ein Produktionsstandort mit hohen Energiekosten und natürlich auch gelegentlicher Lastspitzenkappung. Das heißt, die Vorteile von einer Systemlösung, von einer Energiespeicherlösung sind im Endeffekt niedrige Stromrechnungen durch hohen Eigenverbrauch, kein erhöhter Arbeitspreis durch Lastspitzenkappung und natürlich auch die Flexibilität für höheren Energiebedarf in der Zukunft. Und weiter, was wir aktuell immer verstärkt als Frage hören, ist die Reduktion des CO2-Fußabdrucks und natürlich eine bessere Reputation der Firma. Welche Lösung unterstützt diese Anlage, diese Anwendung? Im Endeffekt könnten wir hier einen Hybridwechselrichter der ETC-Serie mit 100 Kilowatt vorschlagen. Hier im Endeffekt ein oder zwei MPPTs, das ist modular im Endeffekt auch erweiterbar.
aber hier natürlich eine große Dachfläche und auch verschiedene Flächen. Wir brauchen mehr MPPTs, das heißt hier eine Top-Lösung im Endeffekt mit PV-Wechselrichtern zu erweitern. Die sieht man hier im Schema auf der rechten Seite. Das heißt, DC-seitig generieren wir Leistung mit vielen MPPTs über PV-Wechselrichter und unseren Hybrid-Wechselrichter. Die Kommunikation, das heißt die aktive Kommunikation zwischen den Geräten, findet mit dem EasyLogger 3000C statt, der zum Beispiel dann auch für das Netz wichtig ist, mit dem Netz kommuniziert, Rundsteuerempfänger und so weiter. Das heißt, viele Funktionen, die hier natürlich wichtig sind, als System zu kommunizieren. Was machen wir mit der Leistung, die generiert wurde? Die Leistung wird vom ETC, das heißt vom Hybridwechselrichter, verarbeitet. Zum einen können wir hier den Lynx C Gewerbespeicher anschließen. Das heißt, wir können die Energie speichern, laden und entladen. Wir haben natürlich die Lasten am Netz hängen. Hier zum Beispiel sind das Maschinen in der Fabrik. Und wir haben natürlich auch den Backup-Ausgang. Das heißt, hier kann man bestimmte Server-Computeranlagen oder natürlich auch sehr, sehr wichtige Maschinen dann am Backup-Ausgang anschließen, die dann auch bei Netzausfall bedient werden. Genau, das heißt, das ist ein Anwendungsfall, der wurde realisiert, der wird verstärkt angefragt und man hört es auch in Deutschland im Endeffekt, dass die Firmen wahrscheinlich Gewerbe stärker zahlen müssen für Spitzenlasten, weil hier natürlich der Netzbetreiber ausbauen muss, in Infrastruktur investieren muss für diese zwei, drei Situationen, Zeitpunkte, die man vielleicht am Tag hat. Und dann ist natürlich so ein System mit einer hohen Lade-Entladeleistung perfekt im Endeffekt, um auch die Spitzenlasten zu reduzieren und hier Stromkosten zu reduzieren und natürlich auch den Netzausbau, der oft sehr lange dauert, regulativ sehr komplex ist, vermeiden kann. Die zweite Lösung, die wir heute vorstellen möchten, ist zum Beispiel ein Gastgewerbe, ein Hotel, eine Pension, im Endeffekt, die hohe Heizkosten haben, die Beleuchtung haben, die vielleicht eine Sauna haben, das heißt sehr viele Lasten haben, die von den hohen Energiepreisen natürlich abhängig sind. Das heißt, welche Vorteile bietet ein Energiespeichersystem hier? Eine niedrigere Stromrechnung durch einen hohen Eigenverbrauch. Wir haben eine starke Backup-Lösung. Falls zum Beispiel eine Lawine kommen sollte, ja, dann hat man vielleicht die Stromversorgung nicht mehr möglich. Dann hat man die Implementierung von Umweltschutzvorgaben, positive Außendarstellung. Es gibt einen starken Trend im Gastgewerbe für Eco-Hotels. Ja. Das heißt, viele Touristen möchten natürlich auch in einem Hotel übernachten, die wirklich die gesamte Energie selbst produzieren oder aus alternativen Energien herstellen. Und es ist einfach zu planen und zu installieren. Welches System schlagen wir vor? Hier zum Beispiel ein Hybridwechselrichter, ein kleinerer, der 30 Kilowatt Hybridwechselrichter. Hier haben wir im Endeffekt 30 Kilowatt auch Backup-Leistung, was für ein Gastgewerbe eigentlich ausreichen sollte, wenn man keine starken Spitzen hat. Dazu packen wir ein PV-Wechselrichter, hier zum Beispiel ein HT oder ein GT, das heißt vielleicht 80 oder 100 Kilowatt an PV-Wechselrichterleistung. Viele Hotels haben große Dachflächen. Das heißt, hier könnte man vielleicht mit 5, 4 MPPTs bereits die gesamte DC-Leistung, Dachleistung abdecken. Passend dazu ist der Outdoor-Speicher, der Lynx C, 60 Kilowatt. Warum? Es ist ein Gastgewerbe. Es schlafen Gäste in diesem Haus. Das heißt, es gibt vielleicht ein emotionales Risiko, wenn sich ein Batteriespeicher unter meinem Bett befindet oder ein Energiespeicher neben der Sauna befindet oder neben der Küche befindet. Das heißt, hier eine super Anwendung für unseren Outdoor-Speicher, 60 Kilowatt. Den kann ich im Außenbereich installieren und habe somit im Endeffekt die Emotionen abgeschafft und auch mögliche Brandschutzverordnungen sind damit wesentlich einfacher und auch schneller befriedigt.
Dazu noch der EasyLogger 3000C, der auch hier wieder im Endeffekt die Kommunikation zwischen dem Hybrid und dem PV-Wechselrichter übernimmt oder natürlich auch Richtung Netz kommuniziert. Ja, das ist ein sehr interessanter Anwendungsfall. Ich persönlich bin auch sehr gerne in den alpinen Regionen unterwegs und freue mich immer da Lösungen zu sehen oder auch GoodWheat zu sehen. Was haben wir heute im Webinar für euch mitgebracht? Wir haben Pakete gebaut. Zusammen mit Kranich haben wir Aktionspakete gebaut, die im Webshop erhältlich sind, genau für diese Anwendung, das heißt für kleingewerbliche Anwendungen. Und die habe ich hier einmal aufgezeigt. Das sind Aktionspakete im kleinen Bereich, natürlich auch mit Axitec, ein tolles Produkt, tolles Batterieprodukt. Und natürlich auch mit unserem Lynx Home Speicher als Alternative natürlich dann auch für die großen Hybridwechselrichter. Das heißt, hier haben wir wirklich Aktionspakete gebaut. Und ich möchte gerne nochmal die Katharina einladen, vielleicht auch den Link zu teilen oder zwei, drei Worte dazu zu sagen. Sehr gerne, danke schön. Genau, wir haben wie gesagt die Aktion, die ist jetzt erst gestartet. Wie lange sie läuft, steht noch nicht fest. Ich würde mal sagen, first come, first serve. Genau, ich schicke mal den Link in den Chat. Das müssten jetzt alle bekommen haben. Damit kann jeder auf den Kranich-Shop eben auf die Seite zugreifen mit den Aktionen. Genau, das sieht ja jetzt auf jeden Fall sehr toll aus. Johannes, kannst du denn nochmal sagen, was für Vorteile das Set bietet? Also was können unsere Kunden denn mit dem Set machen? Ja, wichtige Frage. Wir haben ein paar Anwendungsbereiche bereits vorgestellt. Natürlich gibt es da wesentlich mehr. Der Vorteil von einer Set-Lösung ist natürlich, es kommt alles aus einer Hand. Selbst mit dem Axitec haben wir super Erfahrungen gemacht in der Kommunikation zwischen dem Wechselrichter und dem Speicher, aber auch mit unserem Lynx-Speicher. Es kommt von einem Hersteller. Im Endeffekt, genau, Updates sind über eine Stelle möglich. Das heißt, über den Wechselrichter werden Updates gefahren. Ihr habt einen Ansprechpartner beim Support, beim Service. Ihr habt einen gleichen Garantiegeber, gleiche Garantieansprechpartner und ihr habt einen Ansprechpartner, wenn es um die Systemlösung geht, weil das ist ja wichtig. Wir sprechen nicht über Wechselrichter, über Batteriespeicher. Die Zukunft liegt wirklich bei Systemlösungen. Das heißt Hardware-Kombination plus Software plus Kommunikation mit dem Netz. Und da im Endeffekt sind wir extrem stark. Da möchten wir auch weiter wachsen. Das ist ein klarer Vorteil. Weiterhin natürlich unsere Hybridwechselrichter, ich habe es schon erwähnt, die USV unterbrechungsfrei, ja, kleiner wie 10 Millisekunden. Wir hatten letzte Woche Events und die Installateure sagen, es ist ja klasse, nicht mal das Licht flackert. Sie machen die Erfahrung und diese Erfahrung möchte ich auch, dass ihr die macht, dass ihr es testet und dies dann im Endeffekt auch installiert. Ersatzstrom. Bei uns ist es die Nennleistung vom Wechselrichter. Das heißt, 30 Kilowatt Wechselrichter hat 30 Kilowatt Ersatzstrom. 100 Kilowatt Hybridwechselrichter bietet 100 Kilowatt Ersatzstrom bei uns. Das heißt, das ist wirklich auch ein ganz starkes Merkmal, weshalb natürlich auch sehr viele Anfragen für die Produkte bekommen. Und weiterhin von diesen Produkten, die man hier sieht, flexible MPPT-Gestaltung. Das heißt, selbst wenn ein Hybridwechselrichter nur 3 MPPTs hat, kann ich den erweitern mit einem PV-Wechselrichter und so weitere MPPTs hinzufügen. Das heißt, verschiedene Dachflächen hier in eine Energiespeicherlösung mit einbinden. Das ist von der Installation super einfach und auch vom Investment wesentlich günstiger, wie wenn ich 4 oder 5 Hybridwechselrichter kombinieren müsste. Und ich denke, ja. Das sind so die wichtigsten Merkmale. Natürlich die Wechselrichter, die man jetzt hier sieht, bei den größeren Anlagen dann auch über 25 Kilowatt gibt es Lösungen für den Rundsteuerempfänger. Das heißt, der Anschluss bei den Hybriden ist dann bereits integriert. Mit PV-Wechselrichtererweiterung wird es als System dann nochmal kombiniert über einen Kommunikationslocker. Und genau. Und natürlich hier ein kommerziellen attraktiver Deal. Ja, die 3%, die hier angeboten werden, genau. Sehr schön. Ja, also ich kann da nur Vorteile erkennen.
Deswegen gerne alle mal auschecken. Der Link ist, wie gesagt, im Chat und ansonsten ist das auch nochmal in der Präsentation alles hinterlegt. Genau. Dankeschön, Johannes. Dann lasse ich dich mal weitermachen. Bis Super, später. ja. Danke, Katharina. Bis später. Genau, jetzt hoffe ich, dass noch jemand zuhört und nicht alle schon im Webshop tippen und klicken. Ein dritter Anwendungsfall, den wir gerne vorstellen möchten, ist etwas größer und der dient natürlich auch zur Inspiration von Projekten hier in der Region. Und es gibt hier tatsächlich auch erste Projekte und Installationen in diesem Bereich. Das ist im Endeffekt, wir nennen es ein Mikrogrid, ein Microgrid, was wir selbst realisiert haben bei GoodWe. Es ist ein 3-Megawatt-System, Dachsystem mit Energiespeicher und mit Wallboxen. Das heißt für die E-Mobility natürlich auch für die Mitarbeiter. Was ist der Hintergrund? Wir möchten natürlich Produkte testen und wir möchten Anwendungen realisieren. Ja, wir möchten, dass natürlich auch die Mitarbeiter selbst die Produkte erfahren und nutzen können und natürlich auch die Energie, die wir selbst generieren, nutzen. Die Vorteile von diesem System für GoodWe zum Beispiel: hohe Eigenverbrauchsrate, wir haben unterbrechungsfreie Stromversorgung für kritische Lasten, das heißt hier auch wirklich Produktionsanlagen, und wir haben volle Anlagenkontrolle über das SEMS-System. Bei diesem Projekt ist es dann ein erweitertes SEMS-System mit extrem viel Monitoring-Möglichkeiten. Genau, das heißt, das ist eigentlich, sind die großen Vorteile von diesem System für uns. Und man kann natürlich auch die Mitarbeiter, das heißt die EVs, die Autos, Elektroautos der Mitarbeiter und der Firma natürlich mit eigenem Strom versorgen. Es ist natürlich auch steuerseitig und so weiter in China alles wesentlich einfacher wie in Deutschland, aber dennoch, ich hoffe, wir kommen da auch in Deutschland hin, dass wir pragmatische Lösungen anbieten können. Welches System bieten wir an? Im Endeffekt gibt es ein Dachsystem, ja, mit PV-Wechselrichtern. Das sind hier zum Beispiel die HT120, das heißt 120 Kilowatt Geräte, PV-Wechselrichter, und die wurden mit einem Batteriespeichersystem von einem BTC 100 Kilowatt im Endeffekt erweitert, und diese natürlich auch systemseitig wieder parallel geschaltet, sodass man hier extrem hohe Energiespeicher Lasten oder extrem hohe Energiespeicherkapazitäten hat und auch Lasten dementsprechend positionieren kann. Batterieseitig haben wir auch den Lynx C gewählt. Hier der größte Schrank, größte Kabinett, das heißt 156 Kilowattstunden, die im Endeffekt auch wieder parallel geschaltet und erweitert. Datenlogger, der EasyLogger 3000C und natürlich dann die Wallboxen. Das ist bei uns das größte Modell, das ist die HCA 22 Kilowatt. Im Endeffekt 6 Wallboxen, die hier im System mit integriert wurden. Schematisch hier nochmal dargestellt, im Endeffekt ähnlich wie was wir auf den vorgängigen Slides gesehen haben, aber auch hierfür haben wir Lösungen, und ich freue mich auf eure Anfragen, ich freue mich auf eure Herausforderungen, sodass wir gemeinsam mit unseren Technikern, gemeinsam mit Kranich im Endeffekt hier Lösungen anbieten können. Das war es zu den Systemlösungen und zu den Anwendungsbereichen. Das Webinar heute ist natürlich für euch als Installateure gedacht. Das heißt, ich möchte euch auch nochmal ein Update geben, wie können wir Installateure unterstützen. Ihr seid wichtig, ihr installiert die Produkte, das heißt, ihr müsst die Produkte verstehen, ihr müsst die Bedienungsanleitung, den Support mögen, und das ist uns wichtig. Und deswegen möchte ich kurz ein paar Worte dazu sagen, wo wir investiert haben letztes Jahr, in den letzten Monaten. Das erste ist natürlich die Service- und Support-Hotline. Ja, letztes Jahr haben wir unsere Kapazitäten hier vervierfacht. Das heißt, wir haben jetzt speziell in der Dachregion über 22 Leute, die euch unterstützen. Wir haben eine Erreichbarkeit von über 95%. Wir haben die Möglichkeit, einen Rückruf anzufragen. Ja, das heißt, ihr könnt ein Ticket erstellen, um Rückruf bitten, wenn ihr vor Ort seid, oder für 4 Tage später, wenn ihr eine Installation plant.
Und wir haben natürlich auch in ein neues Ticketsystem investiert, was im Endeffekt mehr Automatisierung, Digitalisierung bietet. Und wir haben auch ein Ticketformular erstellt, sodass ihr im Endeffekt Tickets über E-Mail, über das Telefon und über das Formular auf eurem Mobiltelefon oder iPad im Endeffekt erstellen könnt. Der zweite Punkt, Schulung und Training. Es ist wichtig, dass ihr Produkte versteht, dass ihr wisst, wie sie installiert werden, wie sie kombiniert werden. Das heißt, wir haben ein E-Learning-Portal. Das heißt, 24 Stunden Zugang. Wenn es mal regnet, ihr nicht auf dem Dach sein könnt, könnt ihr Schulungen besuchen, könnt ihr unsere Produkte verstehen. Weiterhin haben wir monatliche Zoom-Schulungen. Das heißt, persönlich sind wir hinter der Kamera unsere Produktexperten oder Servicetechniker, die euch zu aktuellen Themen im Endeffekt ein Update geben. Und wir haben natürlich auch die Vor-Ort-Schulungen mit unseren Vertriebspartnern wie Kranich, wo es auch jetzt im ersten halben Jahr Termine in Deutschland gibt, wo ihr uns natürlich persönlich treffen könnt. Der dritte Punkt ist GoodWe Plus. GoodWe Plus heißt, es geht um euch. Es geht um Installateure, wo wir euch im Endeffekt unterstützen und eure Installation schätzen möchten. Da möchte ich jetzt kurz noch vielleicht zwei, drei Slides dazu zeigen. GoodWe Plus ist ein Partnerprogramm. Es ist kostenfrei für die Installateure. Und ja, um was geht es? GoodWe Plus möchten wir euch unterstützen. Wir möchten euch danken für eure Treue, für GoodWe, für eure Installation. Und wir möchten natürlich auch denjenigen, die viel GoodWe installieren und viel Erfahrung mit GoodWe haben, verstärkt den Austausch mit unserem Produktmanagement bieten, verstärkt Unterstützung bieten, Schulungen vor Ort bieten. Das heißt, ja, die Vorteile hier nochmal kurz aufgelistet. Kostenlose Garantieverlängerung, kostenlose technische Schulungen, zum Beispiel online oder auch vor Ort bei großen Installateuren wie Goldinstallateuren. Wir haben exklusiven After-Sale-Support und wir haben die Treuepunkte und attraktive Prämien, was ähnlich wie ein Meilenprogramm ist. Das heißt, ihr installiert unsere Hybridwechselrichter oder PV-Wechselrichter, ihr meldet die im SEMS-Portal an und damit sammelt ihr automatisch Punkte. Ihr fangt als GoodWe Plus an und könnt euch dann mit mehr und mehr Installationen zu GoodWe Silber und GoodWe Gold im Endeffekt hocharbeiten und könnt im Endeffekt umso mehr Punkte sammeln. Diese Punkte könnt ihr nutzen in einem GoodWe Plus Shop, zum Beispiel für ein Bose Headset, zum Beispiel für ein iPad oder auch für Garantieverlängerungen von unseren Produkten. Und das ist ein tolles Programm. Wir bekommen sehr viel positives Feedback dazu. Gerade im November, Dezember gab es sehr, sehr viele Installateure, die Punkte eingelöst haben, die Headsets oder auch iPads im Endeffekt für den besten Mitarbeiter, für die ja, für das Backoffice, für den Einkauf oder was auch immer, für die Kinder vielleicht eingelöst haben und diese nutzen konnten. Das heißt, nutzt dieses Programm, meldet euch an. Wir werden das dann auch nochmal im Chat den Link dazu teilen. Genau. Das war es im Endeffekt von GoodWe zu den Impulsen. Das Thema heute war gewerbliche Energiespeicherlösungen. Und das sollte der Fokus heute sein, wenn ihr Fragen zu anderen Produkten habt, das heißt Residential, Energiespeicherlösungen für Einfamilienhäuser oder auch für Großanlagen, Freiflächenanlagen, dann könnt ihr gerne auch Kranich fragen oder ihr schaut einfach, wann es ein Webinar zu anderen Themen gibt. Ich bedanke mich, war eine tolle Veranstaltung und jetzt freue ich mich auf Fragen und genau. Super, danke schön, Johannes. Sehr, sehr schöne Präsentation. Genau, nochmal der Hinweis, wenn es Fragen gibt, die gerne in den Chat stellen. Und die Unterlagen, also die Präsentation, steht unter der Rubrik Unterlagen bereit. Genau, die da bitte herunterladen. Wir senden die im Nachgang nicht zu. Jetzt gibt es da noch die Chance dazu. Und genau, dann würde ich sagen, warten wir mal auf Fragen. Lass meinen Bildschirm mal noch an. Vielleicht gibt es eine Frage, wo wir noch mal eine Slide brauchen.
Ah, hier kommt eine Frage. Welcher dreiphasige Wechselrichter für LV-Batterie? Ja, wichtige Frage. LV, das heißt Low Voltage Batterien. Wir haben aktuell im Angebot ein Low Volt Niedervolt System für den Residential Bereich, das heißt für die Einfamilienhäuser. Das ist zum Beispiel der ESG2. Das ist von uns ein Hybridwechselrichter. Im Endeffekt die Funktionalität ähnlich wie der oder gleich mit dem ET hinsichtlich Backup und so weiter. Allerdings ist es für die Niedervolt-Batterien. Bei uns ist das der Lynx U. Das ist unser Niedervolt-Speicher. Der geht bei 5,4 Kilowattstunden los, kann erweitert werden. Und das ist ein sehr attraktives System. Das ist auch bei Kranich eigentlich erhältlich. Und genau, das aber eher im Residential-Bereich. Genau, ist aber ein einphasiges Produkt, weil die Frage war, ob wir ein dreiphasiges Hybridgerät für Niedervolt-Batterien haben. Das haben wir leider nicht. Also unsere dreiphasigen Hybridwechselrichter und Batteriewechselrichter sind alle für Hochvolt-Batteriesysteme. Kevin, du kannst auch gerne dein Video anschalten. Komm gerne mit dazu. Oder vielleicht sehen die anders. Ich sehe es nicht. Ah, jetzt, Genau. perfekt. Genau, jetzt kam hier schon, okay, danke schön. Das heißt, die Frage wurde noch beantwortet. Gibt es denn noch andere Fragen? Genau, sonst, wenn es was gibt, gerne an euren Kranich-Vertriebler schicken, bei uns in München melden. Dann werden wir das gerne im Nachgang noch weiter bearbeiten. Super. Perfekt. Dann würde ich sagen, wenn es keine Fragen mehr gibt, ist es ja auch nicht immer schlecht. Das heißt, es wurde schon alles beantwortet im Zuge der Präsentation. Dankeschön, Johannes, und Dankeschön, Kevin. Und dann würde Gerne. ich sagen, danke fürs Teilnehmen und bis zum nächsten Mal bei Kranich Genau. Solar Webinar. Schöne Woche Super. noch. Tschüss. Vielen Dank an Kranich. Ciao, ciao. Tschüss.